Willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Leute, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Unsere Daisy begibt sich jetzt in die Spezialwelt und löst das Level der Blüteninseln da, hoffentlich. Schön, dass ihr da seid. Leute, die Charakter-Switcherei, die ist jetzt ohne Reihenfolge. Ich nehme jetzt einfach immer irgendwie einen anderen Charakter. Blüteninsel-Spezial, Goomba, Turnstunde. Daisy, ich wünsche dir alles Gute. Wird wohl sehr herausfordernd, aber das ist doch geil, oder? Bis später. Aha. Gleich ein Wundereffekt. Ja, Daisy! Ist ja geil. Wir dürfen also wieder Goomba sein. Feinde können einem Goomba natürlich nichts antun. Gut, es sei denn, man wird jetzt wirklich zerquetscht, dann ist man natürlich schon tot. Man muss halt darauf achten, Goomba kann kaum springen. Deshalb muss man das ein bisschen timen. Oh, das Level, das feiere ich. Ich feiere die Idee, dass man sich in einen Goomba verwandelt sowieso sehr. So, Bro. Wir sind jetzt da unten. Alter Falter! Ja, gut. Naja, so schwer scheint mir das Level aber gar nicht zu sein. Ich habe mich jetzt halt ein bisschen dumm angestellt. Aber immerhin schon 2 Münzen haben wir eingesammelt. Das ist not bad. Würde ich mal stolz und frech behaupten. Ja, super. Ich liebe es, wenn irgendjemand an mich glaubt. Da ist die Blume so ziemlich die einzige. Das war knapp. Ist da oben. Oh, ich hätte mich hinterm Baum verstecken sollen. So wird's gemacht. Einfach da hinten verstecken. Da kommt aber bestimmt gleich die nächste Gefahr. Ich sehe das schon, ja. War knapp. Holy moly, da musste er echt aufpassen. Oh, jetzt wird's gefährlich. Das ist auch eine schwer zu erreichende. Ha, immer aber es geht. Irgendwie. Heilige Scheiße, ich hab da ja Angst! Und diese Angst ist berechtigt. Shit. So. Jawohl, irgendwie habe ich es jetzt überlebt. Ja, gut. Toll gemacht. Oh, Luigi Block. Ja, ich meine, ja. Ganz geiles Level, aber jetzt vom Schwierigkeitsgrad jetzt hier in die Spezialwelt. Ja, gut, okay. So herausfordernd fand ich es nicht, aber echt geil zum Spielen, das kann ich euch sagen. Supi. Ja, bravissimos, oder kommen wir dann hoffentlich bei der letzten Welt hin?
Aber hier fehlt auch noch was. Also wir haben irgendwo... Irgendwo haben wir noch irgendwas verpasst. Da... So viel steht fest. Das müssen wir auf jeden Fall dann noch... zur gegebenen Zeit finden. Aber jetzt begeben wir uns erstmal in die letzte Welt. Ich werde jetzt den Charakter wechseln in Luigi. Wir werden jetzt immer von Level zu Level den Charakter wechseln. So haben wir noch mehr Abwechslung. Magmatiefen. Holy moly. Bowser Jr. So viel Lava finde ich super. Papa ist bestimmt schon langweilig davon, nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht wie ein Feuerwerk. Das würde ihm die Langeweile vertreiben. Vielleicht. Ich meine, das wäre optisch ansprechend. Ja, in der Tat, aber... Wow, das geht ja tief runter. Ja gut. Erklärt den Namen. Wir haben es bis in die Magmatiefen geschafft. Der Wald und das Magma erstrecken sich bis tief in den Untergrund. Es gibt hier einige Forscher-Poplins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren. Wir sollten den Observatorien einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man dort etwas über den König. Ja, das ist halt der Königssammel ist halt unten bei Bowser Jr. ganz eindeutig. Nehme ich an. So. Ein Gast? Bitte am Griff ziehen. Okay. Das ist mal eine geile Eingangshalle. Oh nein, Hilfe! Was Hilfe? Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In den Magmatiefen gehen merkwürdige Dinge vor sich, seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Tja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Und durch die viele Hitze wuchern die Racken aus dem tiefen Dschungel jetzt überall. Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Ah, dieser elende Bowser Jr. macht wieder nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch den Königssamen bei sich im Palast. Meine Rede. Prinz Florian, bitte befreie den Palast und rette die Magmatiefen. Hier, nehmt auch diesen Wundersamen, der soll euch Glück bringen. Ja, wieso schreibt denn diese Blume Hilfe, Hilfe? Was macht ihr mit dieser Blume? Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, geil. Wieder einen geschenkten Dingens hier. Oh, das sieht geil aus hier. Aber wo gehen wir lang? Da lang. Was ist das denn? Rätsel der Items. Ach du Scheiße. Wieder so ein Rätsel-Level, hä? Ja, gut. Müssten wir uns mal anschauen. Suchtrumpf. Finde alle versteckten Wundermarken. Ja. Das könnte wieder ein bisschen dauern, aber... Schauen wir einfach mal. Brauche ich da jetzt alle Fähigkeiten? Aha. Ja, geil. Okay, da brauche ich wohl die ganzen Item-Fähigkeiten. Das ist geil. Chips. Ja, die kann ich natürlich mit den Blasen kaputt machen. Da gibt es hier noch was für den Elefanten zu tun. Hier das da, oder? Ja. Ganz geil. So. Das gefällt mir. Oh, wie der Chip jetzt gerade Angst hatte. Jo. So, zwei Dinger noch. Gibt's noch was? Aha, da oben. Na gut, das wäre natürlich gedacht hier für den Bohrer. Aber vielleicht. Schafft man das auch anders wie?
crazy Blöcke. Na gut. Werden wir mal zum Bohrer. Ist das hier auch zum kaputt machen oder was? Kann da dieser Felsen das auch kaputt machen? Weiß ich nicht. Schauen wir doch mal. Wowie Zowie. Nee. Na gut, dann wird es ja wohl irgendwas mit dem Bohrer zu tun haben. Nehme ich stark an. Kann man hier vielleicht irgendwie rüber? Das sieht mir so aus durch die Blöcke. Jawohl, ja. Geil! Diesmal hat es nicht ganz so lange gedauert. War kreativ und toll versteckt. Man musste da schön die Fähigkeiten der einzelnen Items gebrauchen. So stelle ich mir das doch vor. Geil, geil. No problem, no problem. At all. Super gemacht, Luigi. Alright. So, wo lang? Tiefer runter? Nee, machen wir zuerst oben. Da ist schon das Schloss. Ja gut, da können wir noch gar nicht lang. Guck mal, da bauen wir 15 Dinger. Das haben wir noch lang nicht. Da müssen wir runter. Was ist das da? Schwebehochsprung. Na gut, lass mal Luigi noch einmal ran. So. Ja, fail. Man muss einfach durchrasen, dann klappt das schon. Oh, lol. Wieso war ich denn da vorher nicht? Achso, das ist ja Blödsinn. Ich bin auch schon dumm. Da war ich schon immer, Leute. What? Ah, so. Jawohl! Überhaupt kein Problem! Überhaupt keins, also ohne Witz. Her damit! Siemens! Ciao, ciao! Ja, nee, nee, nee. Das möchte ich jetzt nicht verwenden. Was ist denn los? Ah, ich komme nicht mehr zu meinem Freund, weil dieser blöde Felsen ihn wegblockiert. Normalerweise würde ich ihn einfach zertrümmern, aber im Moment bin ich einfach zu schlapp dafür. Scheiße, wenn ich doch nur einige Blumenmünzen... Ja, dass er braucht Geld, damit er wieder fit ist. Was ist das für eine Logik? Oh, ja, ich spüre, wie die Kraft in mir blüht. Hurra, das habe ich gebraucht. Und jetzt, ha ja. Geld kann eben doch Probleme lösen. Also Leute, ihr müsst nicht mehr ins Gym gehen, um zu trainieren. Müsst ihr nicht mehr gehen. Einfach nur Geld sammeln. Ja, jetzt komm ich wieder dahin, der fällt sich weg. Geht ruhig weiter. Ja, super. Ui, toll. Mensch, Observatorium 2. Ja, jetzt werde ich da... Bekomme ich wieder einen gratis Dingens hier. Prinz Florian, wir hast den Weg durchgebrannt, die Wochen mittlerweile überall. Halt die Goschen, ja, hab ich ihm Geld gegeben, dann haben wir durch können. Ja scheiße, die Ranken, ja, was ist los da, Magma, schau, das hab ich gefunden, das gehört jetzt dir, du Trottel, du blöder Hund, du. Hab ich den Schatz drum gepackt, du Teufel, du Grausiger, ja danke. Mensch, was muss man da denn so ewig labern? Oh, yeah.
Das war jetzt nicht das große Problem. Ja, toll. So. Da mal lang. Verlaufen. Was verlaufen? Na, nix verlaufen. So, können wir jetzt endlich mal ein Level spielen im Reich der Rotumbas. So, Charakter wechseln. Jetzt wird's Zeit für den Shit. Nein, der gelbe Tod wollte drankommen. So. Okay, im Reich der Rotumbas. Was sind Rotumbas? Finden wir es doch gemeinsam raus. Diese Rolldinger, oder wie? Ah, okay, hier bin ich mit der Bohrverwandlung eh gar nicht mal so falsch. Oh, der leuchtet. Ah, da war Geld drin. Oh! Ha! Wie geil! Jawohl. Faszinierend. So Domino-Dinge einfach. Das ist ja nett. Das ist ja geil. Holy. Oh. Könnt ihr das umwerfen? Nee. Ich kann's. Oh, ich dachte, das wird jetzt zu einer Brücke oder so. Aber hey, das habe ich wohl falsch gedacht. Oh! Okay, die Münzen haben mir den Weg gewiesen. Ja, hallo. Hello there. Zwei. Das ist keine Hexerei, überhaupt nicht. Geiler Hintergrund übrigens. Das Ding sieht wackelig aus. Oh, hier kann ich durch, gell? Oh, du bist ja clever. Brutal. Hier noch was versteckt. So, ist das jetzt so eine Art Secret Exit oder wie? Tatsache. Secret Exit, ja gut. Dafür wird halt die Bohrverwandlung vorausgesetzt. Na gut, wir müssen das Level eh nochmal spielen. Das macht jetzt nochmal der gelbe Toad. Ich habe zwar gesagt, wenn wir das Level nochmal spielen, nehme ich einen Spezialcharakter wie die Yoshis oder Mopsy. Aber in dem Level ist ja die Bohrfähigkeit sehr präsent und das können die Spezialcharaktere nun mal nicht. Und ich will da ja möglichst alles mehr oder weniger zeigen. So, bis zum Secret Exit kann ich ja mal ein bisschen durchfacken. Das Ding sieht wackelig aus. Na, mal schubsen. Oh, sie schreien jetzt so. Geil, eine Halfpipe. Das ist geil. So, hier unten ist natürlich was. Ja, mach's kaputt, Bro. Graf. Jawohl, genau so wollten wir das. Geil, geil. Gefällt mir durchaus gut, das Level. Aha. Ich meine, ich kann einfach Wandsprung machen, aber... Achso, das ist der Witz dabei, okay. Ja gut, dann brauchen wir nur noch den Wundereffekt. Und dann wäre alles perfekt. Kann aber auch nicht weit sein, gell?
Hallo. Da oben, oder? In dem Bro drin. Ja, der leuchtet schon so lila. Siehste. Und natürlich bin ich jetzt auch so eine Kugel. Ist ja lustig. So, ich muss jetzt auch gar nicht mehr darauf achten, irgendwas zu verpassen. Ich habe ja alles eingesammelt. Einfach das Level genießen. Ja, Mann. Unaufhaltsam. Schneller, schneller. Weiter, weiter, juhu. Schneller, schneller. Ah, oh, ist das lustig. Geiles Level, ohne Witz. Herrlich. Und hier ist der normale Exit. Und damit haben wir alles gefunden, was es hier zu finden gibt. Was es hier zu finden gibt. Perfekto, oder? Der gelbe Toads hat's eben drauf. So, dann gehen wir mal da runter zu dem. Oder war das rechts die Secret Area? Schwebe, Pirouette, ja, gut. Mach das auch noch, lieber gelber Toad. Jawohl, ja. Also wo das Problem jetzt hier großartig sein soll, weiß ich nicht. Ist ganz angenehm zu spielen. Sagt er und geht drauf wie ein räudiger Hund. Alles gut, alles gut. Ganz geil. Das ist eine nice Fähigkeit. Die gefällt mir ganz gut. Ja. 8 und 15 brauchen wir, um zum Castle zu kommen. Aber gut. Augen auf in der Blut-Draco-Ruine. Peach, hast du das gehört? Mach die Augen auf, meine Gute. Okay, die verschwinden also. Okay. Wie komme ich da hoch? Ah! Guckt sie euch an, unsere Peach. Gluttrag. Ah, das ist ein Block gespawnt. Die spawnen alle. Zack, zack. Okay, der will, dass ich da hochgehe. Ich will mal schauen, ob da was drin ist.
war nicht. Das war heiß. Heiße Erfahrung auf jeden Fall. Ja, geil, der Pilz ist weg. So, aber ich kann mir Abhilfe schaffen. Nee, ich habe ja noch einen Bohrer auf Vorrat. So. Haben wir ja gelernt, hier ist ja nichts weiter. Man könnte natürlich trotzdem in jeder Röhre da irgendwas drin sein. Oben könnte auch was drin sein. Nee. Hier ist anscheinend nichts oben. Bin ich so dumm oder tue ich nur so? Ich tue dumm, aber bin noch dümmer. Sagen wir es mal so. Shit. Schon wieder so ein Shit, den ich verzapfe. Andauernd, liebe Freunde. Aha. Okay, die sind beide tot. Aber die respawnen also wieder. Ja, ich könnte ja einfach runterspringen. Ich glaube, da würde mir gar nicht viel passieren. Frag mich nicht, warum ich es nicht einfach tue. Aber gut, ich werde mir meinen eigenen Tipp zu Herzen nehmen. Immer wenn man wegschaut, dann spawnen die neu. Okay. Einfach runterspringen, nur so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Stampfattacke machen soll oder nein. Oh. Oh, das ist der normale Weg. Ich. Ja, dann war in dem Fall oben rechts jetzt tatsächlich noch was. Cool. Ich habe jetzt bestimmt was verpasst. Immer mal beide Richtungen abchecken, damit ich das auch neu spawnen kann. Ganz cooles Level. Sei vorsichtig. Ja, gut. Geil, geil. Oh. Oh. Sehr gut. So viel dazu. Viel Glück. Danke. Ah, der Wunder. Effekt. Ah! Jawohl! Noch ein 2D-Dingens. Jetzt ist ein richtiger Dungeon hier. Meine Herren. Ah, geil, das freut mich. Oh. Geh runter. Das ist geil, Mann.
Das ist ne, ah, geil, Mann. Also das ist wirklich ein Wundereffekt, der mich immer wieder am meisten flasht. Ich meine, das ist jetzt erst der zweite, den wir erleben. Keine Ahnung, ob es da noch mehr gibt oder nein. Aber spitze, spitze, spitze. Was? Wie bist du? Aber ich denke, das haben wir doch fantastisch gemacht, oder, Freunde? Wow, cooles Level, cooles Konzept. Und Peach hat das fabulös gemeistert, wie man es halt erwarten kann, gell? Ach. Super, super, super. Aber Leute, es ist wieder vorbei, unsere Zeit. Viel haben wir erlebt hier in den Gluttiefen, Magma-Tiefen hier. Wahnsinn, es geht immer weiter runter, es wird immer heiß und die Level werden auch, ja, immer geiler, nehme ich an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, Siemens!